shotgun. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von Flying Anker. Wir sind immer noch in Vancouver und wir machen heute einen Tagestrip und nehmen euch immer mit. Heute geht es für uns vorerst zur Capilano Bridge. Wir sind heute Morgen, haben wir schön gefrühstückt in unserem Airbnb, sind mit dem Localbus runtergefahren zum Hafen, nach Downtown und haben dort den Seabus rübergenommen gerade und wir befinden uns jetzt hier in North Vancouver. Wir wollen jetzt hier noch eine Runde spazieren gehen, wir waren ja hier letztens schon und nochmal diese Aussicht genießen rüber nach Downtown und hier einmal noch in dem Local Markt vorbeigehen, The Quay. Und dann geht's für uns weiter mit dem Bus Richtung Capilano Bridge. Und da nehmen wir euch mit und zeigen euch gleich ganz ein bisschen mehr davon. Aber ich sag nur so viel, bleibt auf jeden Fall dran, das wird spannend. So, wir haben jetzt den Bus genommen, die 536, hier nach Gross Mountain in die Richtung und sind ausgestiegen am Capilano Suspension Bridge Park. Es waren ungefähr nochmal so 10-15 Minuten mit dem Bus, also total gechillt unten von dem Seabus von der Station aus. Und hier, wenn wir jetzt die Eintrittskarten kaufen und reingehen, ist es einmal so ein großer Park und gleichzeitig ist ja auch diese riesengroße Suspension Bridge. Die wollen wir uns angucken, natürlich die Aussicht genießen und einfach auch den schönen Tag genießen, den Spaziergang hier durch den Wald. Also wir gehen ja viele Gebäude hoch und ich habe da eigentlich nie Höhenangst. Und Miki ist immer derjenige, der auf Gebäuden Höhenangst hat. Wir waren allerdings in Singapur waren wir. Und zwar waren wir da auf Sentosa Island. Da gab es so eine kleine Brücke, die rüberging bis zum südlichsten Punkt von Südostasien da unten. Und das war so eine Brücke, da dachte ich mir, okay, das geht noch. Ich habe gerade die Höhe gesehen und da habe ich Angst, weil es einfach so in die Tiefe runtergeht. Uff, da habe ich schon leicht einen flauen Magen. Also meine Güte, schauen wir mal, wie das wird. So, wir sind hier erstmal in dem Park angekommen und wir haben hier direkt ganz viele Totems. Sehr groß, sehr viele davon. Und man lernt auch so ein bisschen über diese Kultur von denen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Spot, um Fotos zu machen. Also wenn ihr auch so viel Angst habt wie ich, dann ist es auf jeden Fall eine Überwindung. Also man fühlt sich wirklich hier, als wenn man am Surfen wäre, weil es bewegt sich wirklich ganz schön nach rechts und links. Ich habe gedacht, das wäre schlimmer wegen meiner Höhenangst, aber ich finde, es geht. Es ist wirklich sehr hoch und wie gesagt, hier sind wirklich viele Menschen und es bewegt sich nach rechts und links. Aber es macht Spaß und die Sicht ist wirklich amazing. So, Step Nummer 1 war ja erstmal über die Capilano Suspension Bridge rüber zu gehen. Step Nummer 2 ist jetzt hier einmal über Natural Edge Boardway rum zu gehen. Wir nehmen euch mit, schaut es euch an, auf jeden Fall richtig cool. Macht Spaß, aber wer Höhenangst hat, für den war der erste Teil schon mal nichts.
Wir gehen jetzt mal hier den ersten Walk entlang. Aber wie ihr sehen könnt, sind da oben auch so Wege, so zwischen Baum und Baum. Und ich war früher mit der Schule, waren wir mal in so einem, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, diese typischen Wege in diesen Bäumen, wo man halt von A nach B geht und auch so eine Sicherheitsanstellung braucht. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wie das heißt. Schreibt es unten mal in die Kommentare. Das habe ich damals mit der Schule gemacht. Und ich habe auch schon zu Miki gesagt, sowas möchte ich unbedingt wieder machen, wenn Leo ein bisschen größer ist. Aber ich glaube, hier auch von Baum zu Baum gehen, wird auch richtig cool. Und wie ihr wisst, reisen wir mit unserem 8 Monate alten Leo Kinderwegen rein. Mit dem Kinderwagen könnt ihr hier nicht rein. Wir mussten den vorne stehen lassen. Deswegen empfehlen wir euch auf jeden Fall eine Tragetasche mit. Miki trägt den Kleinen gerade und der ist auch schon, das ist nicht unser, und der ist auch schon fast am Einschlafen. Also hier sind wirklich viele Treppen, es geht rauf und runter, deswegen empfehlen wir euch, eine Tragetasche mitzunehmen für eure Kleinen. Für Kinder ist das wirklich eine mega Erfahrung. Man geht hier wirklich direkt durch so ein richtiges Baumhaus. Man fühlt sich so ein bisschen wie Tarzan im Dschungel. Und das macht richtig Spaß. Wenn man hier diesen Holzweg entlang geht und einmal nach oben guckt, da sieht man, wie groß, also wie hoch diese Bäume sind. Die sind sehr hoch. Ich würde sagen, 40, 50 Meter mindestens. So, letzter Stop für uns heute hier an der Capilano Suspension Bridge. Und zwar machen wir jetzt den Cliff Walk. Der ist ziemlich neu, denn Miki hat den vor 20 Jahren noch nicht gemacht. Wir gucken uns das Ganze mal an und genießen die Aussicht. Mal schauen, wie es wird. Hallo, Katrin. Ich habe Höhenangst und für mich ist das heute alles eine Aufgabe der Bewältigung meiner Höhenangst. Es ist nicht ohne. Ist auf jeden Fall super sicher und es macht alles sehr viel Spaß. Aber für Leute, die viele Höhenangst haben, ist das schon eine Überwindung wert, aber macht es, versucht es. Also das hier ist schon heftiger als die Suspension Bridge, muss ich sagen, weil es ist gefühlt höher, weiß ich nicht, aber sehr eng und sehr hoch. Das Ganze bewegt sich auch ein bisschen, also macht das Ganze noch interessanter. So, wir sind wieder in der Stadt. Wir waren noch eben eine Kleinigkeit in The Quay essen, direkt in North Vancouver am Hafen mit Blick aufs Wasser. Und wir wollten euch noch einen kleinen Tipp geben. Also wenn ihr hier nach Vancouver kommt, direkt bei dem Seabus Terminal bekommt ihr Tagestickets. Und zwar könnt ihr einmal die Tickets für alles mögliche, für den Bus, für den Seabus, ist alles mit drin, kaufen für entweder ein Tag, eine Fahrt oder sogar einen ganzen Monat, je nachdem, wie lange ihr hierher kommt. Und wir werden morgen auch noch mal ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dementsprechend haben wir heute schon unser Ticket für morgen gekauft. Denn wenn wir bei uns in den Bus steigen, wo wir gerade wohnen, müssen wir erst die erste Fahrt bezahlen und dann noch den Seabus, also ab dem Seabus Port, das Tagesticket kaufen. Und dementsprechend haben wir uns schon mal das Tagesticket für morgen gekauft. Das können wir euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr hier direkt am Seaport unten euch eure Tickets für eure Daily Pass holt. So spart ihr auf jeden Fall ein bisschen Geld und kommt gut von A nach B. Unser Urlaub neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Heute ist Dienstag, wir haben noch den Mittwoch und den Donnerstag. Also die Zeit geht wirklich so schnell vorbei. Wir laufen jetzt noch einmal ein bisschen durch Downtown. Wir sind hier in der Granville Street, das ist einer der Hauptstraßen, wo immer ganz viel los ist. Es ist das Downtown von Vancouver, wo rechts und links halt die ganzen Geschäfte sind, Bars, Restaurants und Clubs. Und wir wollten nicht noch einmal ein paar Shops reingehen und dann beenden wir auch den Vlog für heute. Und wir hoffen, dass ihr dann morgen bei dem nächsten Vlog wie immer dabei seid. Es gibt immer noch viele Aktivitäten, die man hier machen kann, die wir euch leider nicht zeigen können, weil wir keine Zeit haben. Die habe ich damals vor 20 Jahren gemacht. Zum Beispiel, ihr müsst auf jeden Fall mit der Gondel hoch auf den Goose Mountain fahren. Da fährt ihr ganz hoch oben den Berg. Da gibt es auch Grizzlybären zu sehen. Das ist sehr schön, aber auch sehr teuer.
aber es ist einer der Must-See. Es gibt ja auch das große Eishockeystadion, da kann man auch reingehen. Da war ich damals drin, wir sind da Eishockey drin gefahren. Das ist auch eine coole Experience. Es gibt auch den Lynn Canyon Park. Das ist so ähnlich wie die Capilano Bridge, aber umsonst. Da ist auch eine Hängebrücke. Ich glaube, man kann sogar ein bisschen mehr in den Wald reingehen. Weil es ist auch umsonst, also es ist gratis, man muss das nicht bezahlen. Also es ist auf jeden Fall wert, mal reinzufahren. Also falls ihr eine Alternative zum Capilano haben wollt, der Lynn Canyon wäre auch für eine Alternative und so spart ihr ein bisschen Geld. Könntet das eventuell für Gross Mountain, für die Gondel einsetzen, als alternative Idee für euch. Wenn ihr hier durch den H&M in der Granville Street reingeht, kommt ihr in so eine Underground, so eine Underground Mall, die ist richtig groß, da könnt ihr meterweit laufen, und rechts und links viele, viele Shops. Können wir euch auf jeden Fall nochmal empfehlen, auch wenn es mal regnen sollte, wäre das vielleicht eine schöne Alternative für euch. Wir haben uns ein bisschen satt gegessen die letzten Tage an Hamburger, Pizza und Co. Und wir haben uns ja jetzt hier ein Airbnb genommen, etwas außerhalb vom Zentrum, trotzdem noch sehr schnell erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wir haben gerade im Supermarkt noch ein bisschen was eingekauft und wollen jetzt in der Unterkunft was Schönes kochen zum Abendessen und somit auch den Tag ausklingen lassen, denn A, ist es ein bisschen billiger als überall im 7-Eleven oder sonst wo was zu kaufen. B, muss der Kleine natürlich auch gesund essen. Und C, sparen wir uns auch ein bisschen und können auch selber entscheiden, worauf wir Lust haben, ein bisschen auch was Gesünderes essen. Genau, und jetzt gehen wir auf jeden Fall zu unserer Unterkunft, kochen uns was Schönes und beenden somit den Tag. So, wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Vlog. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Liebste Grüße aus Vancouver und bis morgen.